Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan, der Irish Terrier Training. Ich habe mir mal wieder was gekauft und das möchte ich gerne in einer Videoreihe ausprobieren. Und zwar geht es um das Klickern. Bisher haben wir Conan versucht, bestimmte Kommandos beizubringen, in der Regel übers Locken. Also, dass man halt ein Stück Futter nimmt und den Hund in die Position lockt, die man ganz gerne hätte. Und dass man dann ein Handsignal aufbaut und letzten Endes auch noch ein Wortsignal. Wir haben nie so richtig geklickert. An sich erkennt den Klicker schon. Ich habe den auch schon mal einkonditioniert, aber ich habe ihn halt nie so richtig benutzt, da ich häufig fand, dass bestimmte Übungen, bestimmte Kommandos oder Signale, die man versucht aufzubauen, schwierig zu machen sind, wenn man außerdem auch noch einen Klicker in der Hand hat. Nichtsdestotrotz möchte ich aber da gerne noch mal einsteigen, weil ich finde, ja, mit dem Locken, das ist halt. Es hat halt den großen Nachteil, dass der Hund verschiedene Übungen einfach immer mit Futter verbindet und der natürlich weiß, wie man sitzt und wie man Platz macht, aber er führt es deutlich schneller und effektiver aus, wenn er sieht, dass es auch Futter dafür gibt, als wenn es kein Futter dafür gibt. Und ich hoffe einfach, dass auch so bestimmte Sachen, wo ich einfach immer Probleme habe, die ihm wirklich gut beizubringen, mit dem Klicker vielleicht schneller gehen, denn mit diesem Klickton, den dieser Klicker erzeugt, kann man halt wirklich punktgenau den Hund belohnen für eine Sache, die er eben gerade macht. Letzten Endes ist es so, dass man diesen Klicker durch klassische Konditionierung aufkonditioniert. Das heißt, dieses Klickgeräusch, den dieses Gerät erzeugt, der hat in der Regel ja für den Hund erstmal keine Bedeutung. Es ist also ja, ein Reiz, der keine Bedeutung für den Hund hat und man verknüpft ihn mit einer Bedeutung, also mit einer Belohnung, zum Beispiel mit einem Leckerchen. Das heißt, es gibt einen Klick, danach gibt es Futter. Und irgendwann hat der Hund halt verstanden, und das geht tatsächlich ziemlich schnell, dass dieser Klick Futter bedeutet. Das ist also ein sekundärer Verstärker, wie man so schön sagt, oder Bestätigung besser gesagt. Es gibt den Klick und der primäre Verstärker ist dann das Futter, den es danach gibt. Wie gesagt, das Ganze wird mittels klassischer Konditionierung erstmal eintrainiert, damit der Hund diese Verbindung macht zwischen Klicker und Futter. Und letzten Endes ist dann das Training, dass man mit dem Klicker ausübt mit dem Hund freies Formen. Das heißt, man lässt den Hund eben ausprobieren und immer wenn er sich in eine bestimmte Richtung bewegt, also irgendwas macht, was dem nahe kommt, was ich letzten Endes von ihm haben möchte, dann gibt es halt einen Klick. Und das muss am Anfang relativ schnell gehen, dass er halt für Sachen, die er macht, kriegt er halt immer wieder einen Klick und dann wird er halt irgendwann verstehen, okay, ich kriege die Belohnung immer, wenn ich irgendwas Bestimmtes mache. Und wenn man merkt, das, was er da macht, das macht er dann sehr zuverlässig, dann lässt man den Klick einfach mal aus und guckt mal, inwiefern der Hund jetzt eben was anderes anbietet, in der Hoffnung, dass er halt noch einen weiteren Schritt in die Richtung macht, die er letzten Endes machen soll. Wir haben uns hier diese schöne Hunde-Klicker-Box gekauft und in dieser Hunde-Klicker-Box da findet ihr, wenn ihr sie aufmacht, selbstverständlich einen Klicker drin. Ist nicht so, als hätten wir keine, aber der ist halt hier nun mal drin. Und ihr findet hier ein, sie nennen es Begleitbuch. Ich persönlich würde das jetzt hier nicht unbedingt als ein Buch bezeichnen. Hier steht halt drin, wie Klickern überhaupt funktioniert, also die Grundregeln fürs Klicken und Verhaltensweise, Signale verknüpfen, was man im Alltag machen kann, wie man belohnt, welche Fragen es gibt und ja, bestimmte Übungen. Und die Übungen, die findet ihr auf diesen Trainingskarten. Diese Trainingskarten sind in drei Kategorien unterteilt. Ihr seht das, grün, gelb und blau. Die grünen, das sind die Klicker Basics, also Grunderziehung, sowas wie Blickkontakt zum Beispiel oder dass der Hund halt einen Target lernt, dass er halt mit der Nase oder der Pfote etwas berührt. Dann gibt es die gelben, das ist die Grunderziehung, sowas wie Sitz und Platz oder auch bei Fußgehen. Und dann gibt es die blauen, das sind Tricks. Ob wir die jetzt nun alle durcharbeiten und wie lange das dauert, das werden wir mal sehen. Also sowas wie Sitz und Platz, das kennt ihr natürlich schon. Das muss ich jetzt letzten Endes nicht mit dem Klicker aufbauen. Das könnte tatsächlich sogar dazu führen, dass wenn man bisher nicht mit dem Klicker gearbeitet hat und man versucht, ein Kommando aufzufrischen, was der Hund schon kennt, dass es ihn verwirrt, weil er einfach das nicht mit dem Klicker gelernt hat. Also wenn man die ersten paar Übungen macht, sollte man sich was Einfacheres raussuchen, aber etwas, was der Hund eben noch nicht kann, also was er noch nicht gelernt hat. Und damit wir überhaupt mit diesem Klickertraining anfangen können, müssen wir eben den Hund auf den Klicker konditionieren. Die können tatsächlich dann auch lernen, die verschiedenen Klicker auseinanderzuhalten. Also wenn ihr nicht alle baugleiche Klicker von der gleichen Firma habt, dann klingen die alle ein bisschen anders. Manche sind ein bisschen leiser, andere sind lauter, andere sind heller im Ton, andere wieder ein bisschen dumpfer. Und die empfehlen, dass man zuerst erstmal selber
übt, mit dem Klicker umzugehen, zum Beispiel, indem man einen Tennisball hochwirft oder runterwirft und jedes Mal, wenn der aufditscht, dann drückt man den Klicker, dass man halt einfach lernt, seine eigenen Hände konditioniert und natürlich auch seinen Blick konditioniert dafür, dass man halt punktgenau klickt. Wenn man sich es ein bisschen schwieriger machen will, dann kann man den Tennisball sozusagen auch hochwerfen oder irgendeinen Ball hochwerfen und wenn er sozusagen am Scheitelpunkt angekommen ist, bevor es wieder runtergibt, in den Augenblick klickt man. Dass man halt sich sozusagen selber erstmal darauf trainiert, mit dem Klicker umzugehen. Nun ist der Klicker, wie gesagt, für uns jetzt nicht total neu. Ich habe den Hund auch tatsächlich schon mal drauf konditioniert, allerdings nicht auf diesen hier. Sondern ja, wir haben zwei andere oder drei sogar. Davon habe ich ein oder zwei schon mal benutzt. Der eine hat tatsächlich auch noch so eine Teleskopantenne, die man rausholen kann. Also das ist ein richtiger Targetstab, den man benutzen kann. Und die anderen sind im Prinzip so wie dieser hier. Manche haben auch noch irgendwie eine Handschlaufe, dass man den halt nicht immer in der Hand haben muss, sondern man kann halt loslassen und verliert den trotzdem nicht sofort. Wir wollen jetzt also versuchen, den Hund dieses Kommando aufzutrainieren. Und dafür bräuchten wir den Hund erstmal. Conan, komm mal her. Super. So, und am Anfang ist es so, dass es wirklich einfach nicht darum geht, dass der Hund irgendwas Spezielles macht, sondern es ist einfach nur das Geräuschfutter, dass er einfach merkt, oh, immer wenn das Geräusch kommt, gibt es danach Futter. Ihr solltet mit dem Klicker nicht auf den Hund zielen, weil es gibt auch Hunde, die haben Angst davor. Also die erschrecken sich, wenn sie das hören. Da gab es jetzt gerade einen Klick, es war aber meine Flasche. Das heißt, also er muss mich nicht angucken, er muss sich nicht hinsetzen, hinlegen oder irgendwas, nichts dergleichen. Es macht einfach mal Klick und es gibt Futter. Futter. Ihr könnt die Zeitabstände ein bisschen variieren. Und ihr solltet vor allem auch mal die Klickerhand variieren. Das ist auch okay, wenn ihr das, wie gesagt, hinterm Rücken macht. Erstmal ist es ein bisschen gedämpfter und zweitens verbindet er auf jeden Fall den Sound und nicht die Handbewegung, die ihr vielleicht macht. Na, er guckt schon immer auf die andere Hand, weil er es von da vermutet. Ihr habt maximal 2 Sekunden, besser nur 1 Sekunde, bis nach dem Klick auch Futter kommt. Ansonsten kann er das nicht miteinander verknüpfen. Und ihr macht es am besten erstmal in reizarmer Umgebung, wie eben bei euch zu Hause. In der Regel reicht es, wenn man das Ganze 10 bis 15 Mal macht und dann vielleicht 2, 3 Mal am Tag. Und das Ganze, ja, das müsste eigentlich schon reichen, aber ihr könnt es, um sicher zu sein, mal über 2, 3 Tage machen. Also 2, 3 Mal die Übung an 2, 3 Tagen. Hoho. Ja, und um zu gucken, ob er es denn verstanden hat, müsstet ihr eigentlich warten, bis der Hund ein bisschen abgelenkt ist, mal irgendwas anderes macht, irgendwo hinguckt oder so. Und also wenn er jetzt hier rumläuft und schnüffelt und ihr klickt auf einmal und dann guckt er euch vielleicht schon erwartungsvoll an, dann wisst ihr schon, okay, er hat den Klick schon mit dem Futter verbunden. Es ist auch wichtig, dass wenn ihr klickt, auch wenn ihr euch mal verklickt, dass der Hund trotzdem seine Futterbestätigung bekommt. Das kann man vielleicht mal auslassen, aber das sollte nicht zur Regel werden, dass wenn ihr merkt, dass ihr was falsch gemacht habt, dass der Hund dann keine Belohnung bekommt, denn dann verweichlicht das Kommando wieder. Also er soll auf jeden Fall wissen, Klick heißt, es gibt Futter. Und wie gesagt, ihr könnt es dann halt mal auch nach draußen verlagern. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Mit ein bisschen mehr Ablenkung sozusagen. Und um zu gucken, ob der Hund es wirklich verstanden hat, lenkt ihr ihn einfach mal ab oder macht einfach mal eine Weile nichts. Der läuft wieder rum und ihr klickt und auf einmal guckt er euch an und dann wisst ihr schon, okay, er hat es verstanden. Er hat den Klick mit dem Futter kombiniert sozusagen in seinem Gehirn. Da kann er auch gar nichts gegen machen. Das ist einfach eine Reizverknüpfung. Da gibt es auch mit ganz vielen anderen Tieren Experimente zu. Und ja, das ist halt, wie gesagt, eine Reizverschaltung, die da stattfindet. Das heißt, irgendwann ist es dann halt so, dass wenn er das Klickgeräusch bekommt, assoziiert er es direkt mit Futter und bekommt halt gute Gedanken. Dem läuft das Wasser im Maul zusammen. Er ist froh, er ist glücklich, nur weil er diesen Klick gehört hat. Und man kann dann halt nach und nach, wenn man halt Klickertraining macht, auch mal eine Belohnung ausfallen lassen. Und der Hund fühlt sich aber trotzdem bestätigt. Denn er hat ja diesen Klick gehört.
dachte, der Ball lenkt ihn eigentlich genug ab. So. Ja, und das soll es an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir dann die ersten Signale oder Grundkommandos aufbauen. Wir haben dafür ja diese grünen Übungskarten. Wir werden die natürlich nicht alle mit einmal durcharbeiten. Wir können uns das mal ganz kurz angucken. Also die Übung 1 wäre spontaner Blickkontakt oder eben auch auf Ansprechen. Dann haben wir einmal das Nasentarget, das Pfotentarget, Stillhalten bei Pflegemaßnahmen und Kreativitätsübung. Ich habe es mir alles noch nicht durchgelesen. Das Einzige, was ich durchgelesen habe, ist dieses Begleitbuch. Und ja, wir sehen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht und ob Conan darauf anspringt und anspricht, wenn wir mit dem Klicker versuchen, was zu trainieren. Letzten Endes habe ich auch noch ein schönes, dickes Buch gekauft mit über 100 Hundetricks. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mit dem Klicker funktioniert, dass wir uns dann da auch Schritt für Schritt einmal durcharbeiten. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier Training. Bis dann. Ciao, ciao.